Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fettsack und Simex, versteck dich doch nicht. Die Leute sehen dich doch gar nicht bei der Kamera. Naja, bei Fettsack reagiert. Herzlich willkommen Leute, freue mich, dass ihr heute am Start seid. Heute ist das Thema Sushi. Weil heute geht es um Sushi. Leute, ich weiß, einige werden in den Kommentaren jetzt vielleicht ballern. Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne rein. Mögt ihr Sushi oder nicht? Es ist halt das Ding, ich sag euch wirklich, Sushi ist wie Obdachlose essen. Am Anfang ist es ein bisschen so, boah, kalter Fisch und irgendwie so, aber umso öfter du es isst, umso leckerer wird es. Und deswegen, ich schwöre euch, Sushi mittlerweile absolut mit meinen Favorites, weil Sushi einfach Bombe ist. Vor allem, ich habe ja mal so übel teure Sushi gegessen und wenn du einmal frittiertes Sushi isst oder dieses teure Sushi, dann bist du einfach eine verwöhnte kleine Hure und es ist halt wirklich asozial, was so bei Sushi noch für eine Steigerungsmöglichkeit ist, von so einem billigen All-You-Can-Eat zu wirklich Premium-Sushi. Es ist Hammer. Aber ich habe ein Video für euch und zwar die größte Sushi-Rolle, die ist ja immer sonst immer so klein, ne? Der Welt. Und zwar das Video ist schon ein bisschen älter. Ich kram ja wirklich immer aus dem Nichts für euch was raus, weil ich mache gern Reactions, ne? Aber ich probiere immer so ein bisschen vielleicht mal aus dem Nichts irgendwie so Reactions für euch zu besorgen, sodass ihr sagt, wow, was, habe ich noch nicht gekannt und so ein Scheiß. Deswegen machen wir das jetzt mal, ne? Und zwar das Video ist von Chris Brob. Allerdings ist das Video einfach geschlagene 4 Jahre alt. Ist ja scheißegal, Digga. Das Video kann ja auch 10 Jahre alt sein. Solange es geil ist, ist es geil. Und wir reagieren drauf. Die größte Sushi-Rolle der Welt. Das Lustige ist aber, schaut euch mal Chris Brob an. Er hatte da zu der Zeit graue Haare. Digi! Muss auch sagen, hat ihm gestanden, finde ich eigentlich. Aber gut, schalten wir rein. Yo! Crispy Rob am Start und zwar heute mit einem neuen Kochvideo. Er hat gesagt, Rob, Crispy Rob, Profikoch. Und ich habe vor, die größte Sushi-Rolle zu kreieren. Ich habe auch mal Sushi selber gemacht. Einen Moment. Das, wie schreibe ich das? Evanyo Sushi, guckt euch das an. Das war, ja, ich zoome mal ran, ne? Damit ihr mal gut sieht, ne? Sushi selbst gemacht, sieht, sehr empfehlenswert. Oh, Alter, das war so schwer. Also Sushi, da muss man wirklich einen Kurs machen. Ich schwöre, das war so dermaßen schwer, ne? So, zack. Und dafür habe ich das hier im Baumarkt perfekt gefunden. Das ist eigentlich so ein Ding, aus Bambus, was man zum Fenster abdenken benutzt. Ich benutze es jetzt einfach als Sushi-Rollhilfe. Und Das ist so komisch, Chris Rob mit grauen Haaren zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch so ist, ne? Einfach so komplett grau. Es steht ihm. Es steht ihm wirklich. Gekauft habe ich auch. Das hier brauchen wir später. Und anfangen tun wir wie immer mit dem Reis. Dafür habe ich hier 5 Kilo Reis. Ja, sag mal, so richtig klebrig, Digga. So, und allererstes muss man den Sushi-Reis waschen. Und dafür legen wir den ganzen Topf einfach in das Waschbecken, lassen das Wasser laufen. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. So, das Wasser quellt über. Und das muss man jetzt so lange quasi waschen, so einmal mit der Hand ab und zu durchgehen, bis das Wasser klar geworden ist. Das ist so easy, ne? Also früher war ich mal so, ihr wisst selber, absolut, nein, okay, jetzt mal ernsthaft, ne? Aber ohne Scheiß, die Leute, die regelmäßig die Videos hier gucken, was Kochen angeht oder auch die Streams gucken, ich schwöre euch, ne? Erzählt, was ihr wollt, aber ich werde immer besser und besser, ne? Und vor allem Reiskochen ist super easy. Früher dachte ich immer so, boah, Reiskochen ist voll die Aufgabe. Ich bin zu meiner Mutter gegangen und gesagt, Mama, kannst du wieder Reiskochen? Digga, Reiskochen ist super entspannt, seht ihr ja, einfach kurz rein, ein bisschen sauber und dann rein, Wasser über, es ist halt einfach leicht. Ich schwöre euch, wenn man so Basics kann beim Kochen, ne, ich will mich jetzt nicht gut reden, ich bin noch ein schlechter Koch, aber bei so Basics, so Nudeln, ist ja über easy oder Reis oder auch Kartoffeln, das sind alles so Basics oder auch Rührei, das ist so einfach was Geiles zu können, wisst ihr? Ey, wenn ihr meine Rührei immer essen würdet, ne, ihr würdet sagen, wow, ich stehe auf Eier, weil wirklich, meine Rührei sind wirklich gut. Weil dann können wir erst den Reis kochen, meine Freunde. So, auf jeden Fall ist unser Reis gewaschen. Es ist unendlich viel Reis geworden. Es hat auch, da muss ich noch Sushi holen, ne? Irgendwie 1000 Jahre lang gedauert. Einmal aufkochen lassen und das Ganze dann 15 Minuten köcheln lassen und dann nochmal 15 Minuten einfach noch stehen lassen. In der Zeit werden wir dann einfach mal das ganze Gemüse zerschnibbeln und alles. Auf jeden Fall kommt auf unsere riesige Oh, ich weiß noch, ne? Das ist ja 2017 gewesen, da muss ich sagen. Also ich liebe Chris Brob heute noch und lustigerweise kennen wir uns jetzt einfach in Real Life. Aber ich habe diese Videos so geliebt, ne? Mittlerweile ist Rob ja ein bisschen entspannter, sage ich mal, auf YouTube. Es kommt seltener ein Video. Früher kam, glaube ich, 3-mal die Woche ein Video. Aber der Typ hat alles gerissen, was geht, ne? Also, muss man mal sagen, 2 Millionen Abos, hat gefühlt jedes Kochvideo schon gemacht, was er machen könnte. Guck dir mal das Video an, Digga, das ist in Anführungszeichen die größte Sushi-Rolle der Welt. Man hat 3,5 Millionen Klicks. What the fuck? Weißt du, was ich meine? Schade, sage ich ehrlich, als Fan, als Zuschauer, sage ich, finde ich schade, weil ich früher echt so mich gefreut habe auf die Chris Rob Videos. Und jetzt kommt die halt immer so selten. Frühlingsrolle will ich die ganze Zeit sagen. Wieso Frühlingsrolle? Sushi-Rolle, natürlich leckere, Avocado. Schöne Avocados. Ah, mit Falco, Falco hinter der Kamera. Der ist so ein korrekter Typ, ne, ich mag den voll. Der ist so, so nett gewesen in Real Life, ne. Krass aber, ne, die waren in irgendeiner random Wohnung 2017 und jetzt Haus, noch eine Wohnung, bam, 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 heftig.
die Entwicklung mal so zu sehen auf YouTube ist so cool. Vor allem, dass du mal kurz heute so viel dagegen sagst, ich muss kurz sagen, was ich mal so cool finde, der Entwicklung zu sehen, ich finde, auf YouTube kannst du richtig den Menschen so nachverfolgen, so, ey, krass, guck mal, der war in Anführungszeichen, normalen Wohnung, jetzt hat er ein Haus und Auto und bam, bam, bam. Guck mal, wer so Stars, ne, sind dann so Schauspieler, zu dem hast du irgendwie keine richtige Verbindung, wisst ihr? Guck mal, Chris Rock habe ich wirklich eine Verbindung, ich habe wirklich seinen Weg mitbegleitet, wie er so immer größer und größer wird, erfolgreicher und erfolgreicher. Und das ist dann umso schöner, solche alten Videos zu sehen und zu gucken, wer heutzutage steht. So, Freunde, auf jeden Fall habe ich gerade mal eben 1,5 Stunden gebraucht, nur um das Ganze vorzubereiten. Das heißt, den ganzen Kram zu schälen, Reis, Chili. Und dies, das und dies. Aber kommen wir jetzt endlich zum interessanten Punkt. Und zwar geht es jetzt richtig zur Sache. Komm mal kurz. Ich würde sagen... Die alten Special Effects ausgepackt. Roll it. Alles klar. Ist Killer, oder? Aber jetzt kommen wir zu komplizierten Sachen. Und zwar muss ich diese Blätter jetzt irgendwie miteinander kombinieren, dass wir überhaupt... Digga, will er die mit Klebstoff? Die muss er ja wirklich zusammenheften. Es gibt ja nicht eine große, wie heißt die Kacke nochmal? Seetang-Ding da. Die ganzen Sachen drauflegen können. Sieht auf den ersten Moment schlecht aus. Irgendwie klebt das nicht so. Bro, sind halt... Ah, er macht's mit Wasser. Oh. Der Haare heute ein bisschen anders, oder? Meine Haare? Ja. Nee. Nee. Ah, okay. So, mal gucken, ob ich das verbunden kriege. Falco, ich brauche deine Hilfe. Yo. Herrlich. Ah, die beiden sind so ein süßes Pärchen. Also, nicht zusammen, aber ich meine, so ein gutes Team einfach. Das größte Nigiri-Blatt der... Nigiri heißt das. Och, Digga, warum bin ich so ungebildet manchmal? Mein Essen muss wieder rauskennen. Der Welt, würde ich mal behaupten. Und rate mal, was jetzt drauf kommen muss. Der Reis. Und das wird halt wieder eine halbe Stunde dauern. Da eh so viele Zeitraffer waren. Zeitraffer. Die ganze Reis, Alter. So, nochmal eine halbe Stunde später ist all unser Reis hier drauf. Kommen wir endlich zum interessanten Part. Und zwar kommt die geile Füllung rein. Was macht der rein? Digga. Warte, ist das was? Fang an. Ist das Lachs? Hier erstmal. Ja, ja, ich hab schon geguckt, irgendwie. Ich schwöre, ich dachte gerade ganz kurz, seht ihr, dass hier links meine Maus ist? Ich schwöre, ich dachte, er macht Wiener Würstchen nach rein. Aber nein, das ist was anderes. Schönem frischen Lachs. Dann Lachs. Surimi, meine Freunde. Ach, Surimi. Okay, das habe ich auch schon mal gehört. Meine schmeckt auch ziemlich geil. Ja. Hey, ist ja eins noch verpackt. Aber Bro, deine Haare, bist du sicher, dass sie okay, normal sind? Ja, ja, wie immer. Ah, okay. Ja. Jetzt gibt es dann noch so ein Endteil, der ein bisschen vegetarisch ist. Und zwar schön Ei. Also gefühlt könnte ich das Ding alleine essen. Er macht ein Ei rauf? Mutig. Egal wie viel wir gegessen haben, das macht so viel Hunger. Ja, ja, ja. Jetzt natürlich die gute Avocado. Boah, das ist so viel Avocado. Alter, ich weiß nicht. Ey, einfach drauf. Avocado ich nie zu. Junge, damit kannst du 4 Familien ernähren. Geil, Mann. Ich liebe diese XXL-Videos. Ich würde auch super gerne mal wieder so ein XXL-Ding. Mein letztes Mal war vor einem Jahr in Wien mit dieser XXL-Pizza. Vielleicht kennt ihr das Video. Und ich würde mal super gerne wieder ein Video machen, wo ich was XXL-mäßiges esse. Ich habe derzeit im Ausblick ein Schnitzel. Darauf hätte ich Bock. Ist echt so, es gibt kein zu viel Avocado. Ist das pervers? Noch ein bisschen Gurken und Möhren. Boah, das wird so ein Monsterbatzen. Gönn dir mal allein das, was da drin ist. Aber jetzt wird's ernst. Digga, das wird nicht klappen, oder? Ich hab Angst, dass... Einige Löcher werden sicherlich dann da sein. Ich hab Angst, dass es reißt. Ich habe so viel Vertrauen in Chris Drop, dass ich sage, es klappt. Oder so, und dann alles zerfällt. Digga, ich bin so aufgeregt. Alter, das wird so nice. Ja, komm an, ich will das fressen. Okay, let's go. Volle Konzentration, Bro. Oh, stimmt, ich merke gerade, er muss ja so richtig so... Wisst ihr, diese Dinger muss man ja zurollen. Aber die brechen auseinander. Bist du ready? Yo. Ich habe so Angst. Jetzt wird's richtig ernst. Boah, Alter. Allein das schon. Okay. Okay, doch, die halten. Den ganzen Kram viel weiter vorne ansetzen müssen. Boah, ja. Das ist viel zu schwer, merke ich gerade. Rüberklappen. Boah, der Alter, schafft das wiegt echt viel. Aber... Er schafft das safe. Warte, schön zusammen. Wow, wie dick das ist. Alter, okay, wir haben es fast geschafft. Ja, komm. Das ist echt eine gigantische, Alter. Und... Digga, an was erinnert mich das? Sieht irgendwie aus wie so eine Mumie. Wisst ihr, bei den alten Ägyptern wurden die Leute doch so in Mumien... Das sieht echt einfach aus, als aus wie so eine Mumie. Diese riesige Sushi-Rolle, Alter. Das ist ein Baby. Nein, was laber ich da? Das sieht aus wie eine Kalaschnikow. Wirklich so... Ey, wirklich. Ein Monster. Boah. Freunde, ich repräsentiere euch
die größte Frühlingsrolle. Sushi-Rolle. Frühlingsrolle? Ah, Frühlingsrolle. Schon wieder, Alter. Sushi-Rolle. Und so krass, ne? Alter, das Video ist immer 4 Jahre alt und am Donnerstag, so diesen Donnerstag, kommen jetzt die neuen Crispy Rob Chips schon raus. So, jetzt wird angeschnitten und die Sojasauce darf natürlich nicht fehlen. Okay. Boah! Wäre das cool gewesen, hätte er die ganze genommen und so gemacht. Das wäre doch mal schweinisch cool gewesen. Ready? Gönn dir das hier, Alter. Alter, ist da viel gefüllt. Mann, geil. Ey, der Geschmackstest, oder? Oh ja. Erstmal schön in Sojasauce reintupfen. Respekt, Alter. Aber egal, jetzt einfach durch. Oh Gott, wie komplett voll gesaugt mit Sojasauce die ist. Ah! Wo ist der Ingwer? Wo ist der Wasabi? 10. Ich schwöre euch, Ingwer-Wasabi-Pflichtveranstaltung bei Sushi. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Boah. Ist pervers, Alter. Das ist viel zu groß, um da einmal durchzubeißen. Ich habe jetzt nur den Lachspart erwischt. Der kommt mega geil, aber Gemüse, Avocado. Sowas müssen die mal to go verkaufen. To go, Digga, sieht aus wie so eine Sushi-Tasche. Oh, ey. Wow, Geschäftsidee. Verstehe ich auch nicht, wieso so muss man alles im Leben immer so klein halten? Ja. Wenn es auch groß geht. Und das hier ist der Beweis. Und klopft das nochmal rein. Und guck mal, wie stabil die ist. Ich liebe halt Sushi über alles. Und das ist gerade einfach so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Oh ja. So ein mega Ding zu essen. Oder willst du mal reinbeißen? Du kannst ja das halten, ich nehme das hier. Ja, das ist so stabil. Ein Baby. Crispy Baby. Oh, da ist dein Lauf, pass auf. Oh, oh, oh. Da. Digga, das sieht einfach aus wie eine Schlange. Ich bin mir das doch nicht ein. Das sieht irgendwie aus wie so ein lebendiges Wesen, als ob es sich gleich bewegen würde. Ah, Digga, das ist einfach gruselig, sieht es irgendwie aus. Ich bin gespannt, wie es den anderen schmeckt. Weil das krieg ich alleine nicht aufgegessen. So, Freunde. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Alter. Absolut. Einfach. Absolut cooles Video, Alter. Irgendwie hab mich gefühlt, das inspiriert, das vielleicht auch mal zu machen. Sushi, die größte Sushi-Rolle der Welt. Oh, das wäre ein geiler Stream oder ein geiles Video. Lasst uns überraschen, Leute. Das war eine nette Reaktion. Hat auch Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, euch auch. Wenn ihr Bock habt, like, like, like. Sonst, Küsse, Küsse, Küsse. Wir sehen uns im Stream oder halt beim nächsten Fetzer-Regel-Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.